Wenn WM ist, dann trinkt man ein Bier durch den Arsch. Wie baut sich dieses Experiment auf? Macht ihr das dann gegenseitig beieinander? Macht ihr dann Handstand oder wie läuft das ab? Nachher, Rotes, willst du mal das Intro machen? Du machst es immer so gut. Okay. Dann fällt mir keiner ins Wort. Und damit ein saftiges Aloha aus Hallo, der Datenautobahn. Ich bin Herr Rotes Armloch und das war's auch schon. Heute mit den Themen dieser Woche. Was ist so passiert? Der Herr Trump hat jetzt endlich mal die WHO beschuldigt, dass die schuld ist. Und sonst auch. Hallöchen. Tinko Anrancher, ja. Seines Zeichens Verfolgter aus der Kopfgeldjäger-Nazi-Szene und ich sind auch dabei. Der Robin Osterafu, ein YouTube-Star und Twitch-Streamer. Ja, ein Gewinner, Zeit mehr ein Gewinner der Krise. Ja, leider, ne? Gab es ja dieses Szenario, dass wir gesagt haben, oh, warte mal, man kann bis zu 9000 Euro vom Staat kriegen. Ich bin richtig froh, dass wir keinen vergessen haben zu introducen. Ach so, hallo Jesse. Hallo. Hi. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab gesagt, du machst das Intro und du hast hier, ja? Ja, dass ich euch beide vergessen habe, ist egal. Nee, ich wusste ja nicht, ob sie jetzt aktiv dabei sein will oder ob sie nur zuhören will. Das werden wir dann sehen. Ah. Ja, jetzt haben wir es schon gesehen quasi. Toll. Also, liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha, wie Herr Rotes bereits sagte. Und wir fassen mal die Events der vergangenen Woche für euch zusammen. Absoluter Hammer. Und ich würde sagen, damit ich das nicht vergesse, steigen wir doch mit den aktuellen Corona-Zahlen ein, was jetzt, glaube ich, in der vierten Woche hier Tradition ist. Und ich frage mal, ist das jetzt 2 Wochen her, dass wir die 1 Million geschafft haben? Ja, ne? Wir sind doch schon längst über die 2, ne? Ja, ja. Also wir haben heute weltweit 2.150.000 und offizielle. Fast... Ja, offizielle. Wow. Und wir haben 146.000 Todesfälle. Aber ich hätte gedacht, dass das, also ja, ne? Ist schon nicht cool. Aber ich hätte gedacht, wenn vor 2 Wochen die 1 Million war, wo ist denn hier dieses versprochene exponentielle Wachstum? Ja, ich das müsste mal, doch nee, heute Robin, schon 10 sein. Nee, Robin, das ist exponentiell, weil wenn es nach 2 Wochen sich verdoppelt, aber es nicht, um überhaupt so viel zu bekommen, 2 Wochen gebraucht hat, dann kann man davon rausgehen, dass es sich immer noch um exponentielles Wachstum handelt. Ja, Robin, aber doch nicht. Definiere doch exponentiell. Nicht so, naja, es ist immer eins mehr, also es wird immer verdoppelt und dann verdoppelt und dann verdoppelt und dann verdoppelt. Da, nein, das ist falsch. Es wird jedenfalls mehr. Das können wir festhalten. Aber also, wo sind meine versprochenen 10 Millionen? Kommen noch. Ich muss jetzt hier lapidar darüber reden, damit unser Podcast wieder zu den Landesmedienanstalten wandert. Hallo, Grüße an euch übrigens. Ja, die melden sich gar nicht mehr. Weil du eine falsche Nummer hingegeben hast, du ja, Räuber. Aus Versehen. Ich hab's doch korrigiert. Ich hab aus Versehen diesen Menschen getötet. Ja, aber mal ohne Scheiß. Was ist denn mit die Sache? Werden wir jetzt ausgestrahlt oder nicht? Das wissen wir halt nicht. Die laden das noch runter. Also ich glaube, wir werden schon noch ausgestrahlt. Grüße an die Hörer am Radioempfangsgerät. Man könnte einfach mal die Sendung hören im Radio und dann wüssten wir es. Ja, aber das wäre ja selbstverliebt und wir sind doch keine Narzissten. Ich höre den Brennpunkt immer nach. Oh, ist das ein Thema eines nächsten Hörerwunsches? Sich selbst einen Brennpunkt anzuhören? Würde kaufen. Nein. Wir haben ja 2 Themen, ne, aktuell. Ja. In der Pipeline. Da kommt Großes. Wollen wir eins schon verraten? Habe ich doch gerade, oder nicht? Narzissmus? Ja. Nee, verraten wir lieber nicht. Okay. Gut. Aber wisst ihr was? Auf jeden Fall. Wisst ihr, wo es richtig gut läuft gerade? In Jena. Denn in Jena, seitdem es diese Maskenpflicht gibt, gab es keine Neuansteckungen mehr. Ehrlich? Harte. Ja, Jena ist auf jeden Fall ziemlich radikal. Die Frage ist, wie viele Neuansteckungen gab es in Jena vorab? -1. Ja, die genauen War das nicht sogar... Die gute Angela hat doch mal wieder hier so eine Pressekonferenz gehabt vor 2 Tagen. Ja. War da nicht irgendwie auch Jena kurz im Gespräch sogar? Oder wo habe ich das gehört? Irgendwo in den Medien. In Medien?
Bist du auch in den Medien, Tino? Ja, ganz viele haben berichtet über Jena und Nordhausen, weil die beiden als erstes quasi die Maskenpflicht eingeführt haben. Und Jena meldet jetzt tatsächlich seit irgendwie 5 Tagen oder 7 Tagen keine Neuansteckungen mehr. Es ist ein Maskengebot, es ist keine Pflicht. Und die das Menschen, muss man die hier im Osten betonen. Sein. Bitte? Mit verboten hier im Osten, da muss man ganz gefährlich sein. da muss man ganz gefährlich sein. Vorsichtig. Ja, das auf jeden Fall die aktuellen Zahlen aus dem Umland, aus dem Weimarer, aus den Thüringer Dörflichkeiten. Land, Umland und Thüringer Dörflichkeiten. Aber wir haben ja hier auch noch die Expertise aus NRW zugeschaltet. Herr Rodes, das kennst du. Auf Twitter trendet Schulboykott NRW. Oh, da möchte ich aber gern weitergeben. Ich habe hier nämlich einen akut Betroffenen neben mir. Okay. Hallo Jesse. Hallöchen. NRW sagt, kommenden Montag soll die Schule ganz normal weitergehen? Das sagt nur Herr Flaschet. Diese. Also von meiner Schule habe ich die Nachricht bekommen, dass wir am Donnerstag freiwillig zum Unterricht kommen können, wenn wir freiwillig kommen dürfen, wenn wir denn wollen. Das macht natürlich jeder Schüler ever. Darfst du ungefähr den Inhalt der Mail deiner Biolehrerin zitieren? Sie hat halt gesagt, dass wir halt Rückmeldung geben sollen, ob wir jetzt zurück zur Schule kommen wollen oder nicht. Und dann dementsprechend wird die Schule vorbereitet. Sprich, die ganzen Klassenzimmer werden entsprechend ausgestattet und dann wird auch regelmäßig desinfiziert und so weiter und so fort. Da steht dann überall so eine Flasche Meister Popper in der Ecke, ja. So ungefähr, ja. Nice. Sie hat aber auch empfohlen, dass wir dieses Angebot nicht annehmen sollten, weil es sie findet es ein bisschen unvernünftig, aber es ist unsere Entscheidung, ob wir das Angebot annehmen oder eben nicht. So. Und sie will noch ein bisschen länger Urlaub haben. Das glaube ich auch. Ja klar, wer nicht, ne? Ja, aber also das ist doch auch dumm. Aber es ist doch auch so dumm, weil wenn da jetzt wirklich ein paar hingehen, ich kenne halt so viele Leute aus meinen alten Kursen, ne? Die da, oh ja, ich muss da jetzt hin, oh, die das so, oh, ich will nicht Streber per se sagen, aber halt so, egal. Und da denke ich mir doch aber, wenn das jetzt welche wahrnehmen, dann wird doch dann wiederum das digitale Angebot darunter leiden, oder? Wenn es da überhaupt was gibt. Kann sein, klar. Dumm. Aber digital. Aber gibt es denn gerade digitale Angebote? Also ich habe mit ein paar Schülern geredet, Lara zum Beispiel, die halt so auch teilweise Livestreams von ihren Lehrern verfolgen und sowas. Und das ist schon cool. Aber das kann man den auch donaten, den Lehrern? Fett reinzappen und dann Mathe-Emotes spammen. Wen raiden wir heute? Ah, Mathe, bei Herrn Müller. Die Frage ist, kann man sich da auch eine Performance-Art wünschen? Ja, ich hoffe doch. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und habe ich jetzt gerade last minute noch mitbekommen. Und jetzt in Ostdeutsch, Herr Müller. So, das bricht sich ja weg hier und dann kommt Polynomdivision. Und jetzt in Indisch, Herr Müller, mach den Dickshit, okay. Dann fängt er an, nur noch irgendeinen Blödsinn zu reden, wie diese ganzen Leute, die auf irgendeinen gebrochenen Englisch-YouTube-Tutorials machen, ganz viel Blödsinn erzählt, der gar nicht stimmt. Apropos Livestream, warum hast du denn so ein komisches Tier auf dem Kopf, Herr Rodes? Ich habe jetzt einen Lizard auf dem Kopf, weil die Friseure zu haben. Dann habe ich seltsame Frisuren gegoogelt und dann kam unter anderem eine Ananas raus und ein, was heißt ein Lizard eigentlich auf Deutsch, Eidechse? Eine Eidechse auf dem Kopf, die halt so ein Iro mit Händen ist. Und die hat Stressi mir gestern geschnitten. Schön, im Livestream. Genau. Ja, wir haben nämlich heute doch gar nicht irgendwie gesagt, was uns gerade bewegt, ja? Tino, was ist denn bei dir los? Du bist jetzt wieder in Weimar, habe ich da rausgehört, oder was? Ja, ich bin in Weimar und ich bin offline. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, tot. Ich dachte, ich muss sterben. Ein WLAN geht nicht. Es ist ja wohl der Worst Case, ja, ja, zur aktuellen Situation. Mein WLAN-Router blinkt immer irgendwie so ganz komisch rot auf. Ich habe die Stecker rausgezogen, habe neu gestartet, habe gebetet und es ist nichts passiert. Jetzt sitze ich hier quasi offline zu Hause und weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Tino ist heute der Grund, warum Herodes Wodka im Ohr haben muss. Der muss nämlich jetzt hier per Telefonkonferenz seinen alten verschmandeten In-Ear-Kopfhörer, die er desinfiziert hat, tragen. Was mir nicht leid tut. Ja, aber so ist es. Ich kann nichts dafür. Wodka geht durch die Schleimhäute, nimmt man das total auf. Und im Ohr, also ich bin schon rotzenvolle jetzt. Ich hatte ja mal mit
Franz, die wettet, dass wenn Deutschland die WM gewinnt, die letzte, dass ich dann ein oder zumindest ein paar Schlucke Bier durch den Arsch trinke. Richtig. Mit und? Ihm. Weil Franz darf ja nicht trinken, wegen seinem heftigen Leberschaden oder was er da hat. Ja, Magen hat er da irgendwas. Ja, das war ja jetzt ein Spaß. Witzig. Bauchspeicheldrüse. So, der darf nicht trinken, aber durch den Arsch ginge es, weil es dann nicht an der Bauchspeicheldrüse vorbeigeht. Und ich trinke ja eh nicht. Aber hab gesagt, ey, komm, wenn WM ist, wie, dann trinkt man ein Bier durch den Arsch. Wie baut sich dieses Experiment auf? Macht ihr das dann gegenseitig beieinander? Macht ihr dann Handstand oder wie läuft das ab? Ich weiß es nicht. Spoiler, Deutschland ist nicht Weltmeister geworden. Die nächste so. WM, mal schauen. Wie ist denn das jetzt? Das ist ein gutes Stichwort, weil EM fällt ja flach. Wird dann in zwei Jahren einfach die WM sein oder wird dann die EM erstmal nachgeholt und das rutscht alles hinter? Weißt du, wie das abläuft? Das wird bestimmt beides gleichzeitig passieren. Ah. So ein Parallel-Event, dass dann jeden Tag Fußball ist. Okay, kriegen die hin, unsere Jungs. Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Die nächste WM wäre doch 2022. Ja. Und falls die EM 21 stattfindet, könnte das natürlich gehen. Das ist gut gemacht. Aber von mir aus kann die EM auch rausfallen. Die ist immer nicht so, da bin ich nicht ganz so hyped. Ja, aber mit Danny hier und so, das ist immer toll gewesen. Ja, das stimmt. Hust. Ja, nice. Schulboykott also. Kommen wir mal zu wichtigen aber Sachen. Aber ganz ehrlich, bei Schulboykott bin ich auch dafür, aber auch wirklich überall. Ich habe jetzt schon auch gehört, dass in Thüringen schon oder immer noch oder keine Ahnung, dass das Bewusstsein bei den Leuten noch nicht so ganz angekommen zu sein scheint. Und deshalb bin ich nach wie vor dafür, dass sich jeder krass dran hält, weil ich plädiere dafür, wie oft denn nur noch, dass ich die Scheiße so schnell wie möglich hinter mir haben will, weil ich vielleicht im Sommer nochmal ins Bad will, dass ich auf die Gamescom hoffe, kann ich mir jetzt wegschminken. Die haben ja gestern ein Statement abgegeben, dass es nicht analog stattfinden wird in der Kölnmesse. Ja, das ist eine der News der Woche eigentlich, obwohl es relativ absehbar war, aber... Ja, aber ich weiß nicht. Ich will nur sagen, dass ich damit halt in jedem plädiere, das ordentlich einzuhalten und jeden dumm finde, der es nicht macht. Ich möchte dazu mal einen Tweet vorlesen von Nico Sensworth. Dazu kommt, ich bin noch nicht fertig. Oh. Dass ich es auch genauso dumm finde von meinem lieben Herr Ministerpräsident aka, ich bin zu blöd, eine Atemschutzmaske zu tragen. Jetzt hier irgendwie aus Gründen, die es überhaupt nicht gibt, noch mal kurz vor den Sommerferien die Schulen aufzumachen. Das hat absolut gar keinen Sinn so. Ich meine, gerade für die Abiturienten, die eigentlich eh schon fertig sind. Ja. Tino, was ist dein passendes Zitat? Ja, also, passend zum Thema von Nico Semsrott. Stell dir vor, deine Mutter oder dein Vater müssten sterben, weil Deutschland von dir verlangt hat, dass du noch ein allerletztes Mal Prüfungen schreibst. Positiv sehen. Wenn dein Schnitt statt 2,4 danach 2,3 ist, kannst du immerhin sagen, sie sind nicht umsonst gestorben. Sehr schön. Das trifft's eigentlich. Okay, sorry, dass ich abgewürgt habe. Das war zu dem Thema. Ja, aber ich finde es halt Quatsch, jetzt auch vor den Sommerferien noch die Schulen aufzumachen und nur weil es bis jetzt gut gelaufen ist, zu sagen, jetzt fangen wir an, alles wieder zu lockern. Das ist doch völliger Das ist wie wenn du Wochen oder jahrelang Sex mit Kondom hast, danach sagst, ja, wir sind ja nicht schwanger geworden, jetzt können wir ja ohne Kondom Sex haben. Schwer vergleichbar, finde ich tatsächlich, aber ich finde den Punkt halt richtig. Und was mich am meisten halt ankotzt an dieser ganzen Sache ist, dass man die coolen Sachen, für die man halt gerne lebt, dass die halt nach wie vor verboten bleiben, wie jetzt eine große Messe, auf die man gerne geht, aber man darf brav Scheiße machen, wie auf Arbeit und in die Schule gehen. So. Und da würde ich mich halt, und das ist für mich halt dein persönlichen Ding, wo ich sagen würde, okay, nee, fickt euch. Und deshalb der Streik. Ja, also der Punkt ist auf jeden Fall, dass, also zum Beispiel in Michigan gab es jetzt so eine große Demonstration, ja, 5000 Leute, die einfach auf die Straße gegangen sind und haben gesagt, Ausgangssperre, das ist doof, beziehungsweise es gibt ja keine Ausgangssperre, aber das hier alles zu hat, das ist voll blöde. Und im Endeffekt hieß es dann, dass gerade solche Leute halt dafür sorgen, dass es noch länger so bleibt. Exakt. Also die hätten natürlich auch demonstrieren können mit zum Beispiel Abstand, aber das ist halt nicht passiert. Die standen alle super eng beieinander. Ich frage mich, was die bezwecken wollen, dass der Staat dafür sorgt, dass es Corona nicht mehr gibt, oder? Ja. Und gerade halt in Amerika auch, wo es halt wirklich gerade einfach am schlimmsten ist. Die sind halt schon ein bisschen realitätsfern.
Und dann, ja, da gab es dann halt so geile auch Interviews dazu. Ach ja, man kann ja überhaupt nicht mehr, ich kann keinen Dünger kaufen und so. Und im Hintergrund schneit's auch. Alter, da denke ich mir auch, okay, hä? Also ich bin ja jetzt kein Landwirtschaftsexperte, aber im Winter macht man da so eine Scheiße? Aber ist gerade Winter bei denen? Naja, es ist ja, also Amerika ist groß, genauso wie draußen. Da ist nicht überall Winter. Ach so. Also was heißt Winter? Aber kalt halt, ne? Gibt's auch höher gelegene Staaten. Auf jeden Fall hat's da geschneit, Junge. Egal. Ja, ich stell dir vor, es ist Corona und du bist sauer, weil du keinen Dünger kaufen kannst. Ich glaube auch in Detroit war das, wo ein katholischer Pfarrer, da ist so ein Bild auf online viral gegangen, wo so ein Pfarrer mit einer Weihwasserpistole die Leute gesegnet hat. Ja. Das fand ich großartig. Ich wollte eigentlich erstmal woanders hin, aber gut, wenn wir jetzt hier mitten in diesem Corona sind, dann können wir von mir aus da auch noch ein bisschen bleiben und das halt abwursten. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat jetzt sogar wieder angefangen, Veranstaltungen zu erlauben, bis 1000 Leute, oder sie wollen es zumindest jetzt schrittweise einführen. Ja, warum? Ja, weil sie den Ausspruch von Merkel auslegen, als sie sagte, dass man Großveranstaltungen verbieten sollte weiterhin, aber man kann anfangen, wieder das aufzulockern. Und jetzt sollen alle Bundesländer selber entscheiden, ab wann es eine Großveranstaltung ist. Und aber sie hat doch... Sie hat auch gesagt, dass da weitestgehend an einem Strang gezogen werden sollte. Ja, weitestgehend. Und aber nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, auch nochmal bezogen auf Schulboykott NRW. Ja, aber so gewisse Grenzen und Zahlen dürfen die Bundesländer noch selber ziehen. Das ist halt der tolle Vorteil des Föderalismus. Dürfen ja, sie, das klar, verstehe ich aber schon. Es ist halt einfach von oben gesagt worden, dass es wenig Sinn ergibt und auch begründet worden. Ja, Sinn macht's nicht. Keine Frage. Nun. Aber er macht es trotzdem, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident. Ich meine, dass bei so Schulthemen halt unterschiedlich gehandelt wird, ist ja insofern verständlich, als die Ferien halt auch völlig anders liegen und so weiter. Aber bei so Themen wie Großveranstaltungen, warum sollen wir da nicht überall ähnlich handeln? So? Naja. Ja, darum, keine Ahnung. Das auf jeden Fall zu Deutschland, würde ich sagen. Oder habt ihr da noch was... Also das ja, ist, doch, ja doch, doch, es doch, ist halt glaube, so viel, ich will auch nicht wieder die ganze Sendung Corona, weißt du, deswegen. Nee, aber die AfD hat auch schon herausgefunden, warum es... Egal in welcher Situation, Tino zaubert immer noch ein AfD-Thema aus dem Ärmel. Krass, dass die sich mal zu Wort melden. Das stimmt. Nee, was gerade sehr selten ist und der AfD-Chef oder stellvertretender, wie heißt der, Brandner, Stefan Brandner hat gesagt, diese aktuellen Gesetzeslage ist ein Angriff auf die AfD, denn damit soll die AfD mundtot gemacht werden. Und ich finde, er hat das total gut erkannt. Inwiefern wird die mundtot gemacht? Ja, weil die ihre Parteitage nicht machen dürfen. Aber nur, warum nur ist das exklusiv? Ja, okay. So ganz klar. Das ist halt genau derselbe Talking Point, den MCM vor ein paar Wochen hatte. Das ist die wollen die AfD kaputt machen. Die dürfen sich nicht mehr treffen. Ja. Ist halt Quatsch. Naja. Also Leute, lasst uns mal ganz kurz nach Südamerika. Da wird es nämlich in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehr spannend. Die Fälle von Corona in Brasilien sind nämlich 15 Mal höher als die offiziellen Zahlen. Und die offiziellen Zahlen sind schon nicht so gut. Der gute Bolsonaro ist nämlich auch so ein Verweigerer. Meine erste Frage... Darf ich? Ja. Okay. Meine erste Frage ist halt, wenn die offiziellen Zahlen gegeben sind, woher wissen Sie dann, dass die inoffiziellen Zahlen fünfmal so hoch sind, wenn die doch nicht offiziell sind? Naja, es gibt ja quasi die Regierung, die sich darum kümmert, aber es gibt ja trotzdem noch andere Wissenschaftler, die unabhängig sind. Ach so, also es ist aber nach... die ihre eigenen Prognosen machen. Und das ist quasi nicht die Dunkelziffer, die da berechnet wird, die Zahlen, die eigentlich bestätigt sein müssten. Und das sind schon über 300.000. Die wurden unterschlagen, kann man sagen. Ja. Hart. Und Bolsonaro hat den Gesundheitsminister gefeuert, weil der gesagt hat, ey, lass das mal nicht hier irgendwie unter den Teppich kehren. Also großartig. Man hört auch von da nur das Beste. Es gibt noch ein Land, was besser beraten ist, nämlich Nicaragua. Da hat man seit über einem Monat den Präsidenten nicht gesehen. Und das ist das einzige Land, was so gar nichts gegen Corona macht.
Sicher, dass das einzige ist? Ziemlich sicher, ja. Also wahrscheinlich das einzige betroffene Land oder groß betroffene Land. Ah, weil ich glaube, so gerade diese ganze Afrika-Region ist ja medizinisch wieder doch nicht ganz so gut aufgestellt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das schon häufiger, ja. Ja, aber das ist ja ein Unterschied, ob du nicht willst oder nicht kannst. Der Präsident ist bestimmt also ganz schlimm beschäftigt gerade. Ja. Ja, also ich glaube, in Chile war es auch, wo ja mein Bruder gerade so raus ist, da haben sich auch irgendwie die Regierungsleute haben sich erstmal irgendwie abgesetzt und statt zu regieren, chillt die jetzt in irgendeinem so Sommersitz. Ist alles ganz, ganz interessant da drüben. Kann ich verstehen, würde ich auch machen. Ja, auf jeden Fall. Du regierst doch eigentlich fast schon. Ja, doch, Tino, du regierst, ja. Ne? Ja, ich regiere jetzt gerade übergangsweise, solange sich Merkel gerade in Argentinien versteckt. Das ist auch jetzt hier Zeiten der Krise, ne, Tino? Das sind die Gelegenheiten für dich, um die Macht an sich zu reißen. Das haben viele schon vor dir geschafft. Also nutze mal die Plattform und mach ein bisschen Werbung für deine Politik. Ja, das Ding ist, ich bin gerade sehr faul geworden in der Corona-Krise. Ich glaube, das ist auch so ein Mittel von der Regierung, um die ganzen Revoluzzer einzuschränken und klein zu halten. Meinst du? Ja klar, also ich bin gerade. Das ist Mindset, Tino, das ist Mindset. Nee, ich mache gerade mein asoziales Jahr irgendwie und versuche hier mich einfach einzuschließen und nichts zu tun. Das ist viel bequemer, als das Land zu regieren. Toll, Tino. Vertane Chance. Weißt du, was damals passiert ist? Rudy Giuliani war Bürgermeister zu Zeiten von 11. September, also Bürgermeister von New York übrigens. Ja. Und plötzlich haben den alle geliebt, weil der die Krise genutzt hat. Na, er war ja schon Bürgermeister. Ich bin ja noch keiner. Ja, na noch. Gut. Du willst nicht, ich höre das schon. Nee, einfach einmal an die Spitze gestellt und sag fertig. Nee, ich will ja regieren, wenn alles wieder safe ist und ich nichts machen muss. Du musst dich nur hinstellen und einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu geben. Und dann ist alles gut. Nee, das kann ich ja nicht. Ich kann nur komplizierte Antworten geben auf einfache Fragen. Ich kann nur dumm schwätzen. Na gut, Tino. Dafür sind wir hier. Brennpunkt Internet. Nur so, hier, es tut mir leid. Wie findet ihr denn eigentlich die Deutsche Post? Ja, die liefern Pakete aus, was ich gut finde. Und ich habe dann eine Anekdote. Ja. Bei mir um die Ecke ist eine Deutsche Post. Und zu Zeiten cool. Ist nicht... Ist das dieses rechteckige vor E-Mail? Ja, genau. Eine Deutsche Post und... Zu Zeiten von Nicht-Corona war die Gekrachte voll, weil da auf eine Schlange von 15, 20 Leuten ein Mitarbeiter kam. So, das halte ich schon mal von der Deutschen Post. Aber manchmal muss ich da hin, weil wenn meine Pakete nicht ankommen, muss ich die da halt abholen. Ich will mit denen eigentlich nichts zu tun haben. So, und jetzt von Zeiten von 1,50 Abstand halten, stehen die aus der Tür raus über den halben Platz drüber. Ja, geil. Und man kann ja nicht dazwischen durchlaufen, weil man ja dann die 1,50 verletzt. Das heißt, theoretisch müsste man um die Schlange außen drum rumgehen. Nice. Ja, bei aller Schande zur Deutschen Post, wie fändet ihr das, wenn die pleite gehen würde? Tut sie das gerade? Nein. Nee, im Gegenteil. Sie machen doch gerade voll Umsatz. Jetzt beantworte die Frage. Es geht überhaupt nicht um die Deutsche Post. Ach so. Ja, ist ja schade, wenn die pleite gehen würden. Wie würde sich das auf die Postbank auswirken? Das würde doch wieder zu riesigen Rettungsscheiße führen, oder? Also es geht darum, Rettungsscheiße ist übrigens ein gutes Stichwort, es geht darum, dass die der US Postal Service, dass der gerade pleite geht und der eben keinen Rettungsschirm bekommen soll, weil Trump sich strikt weigert, das zu unterstützen. Er hat gesagt, alles, was irgendwie, also Bailout-Packages, also hier diese Rettungsschirme, was du gesagt hast, wenn das... Die Post mit inkludieren würde, dann würde er das alles nicht unterschreiben. Und das ist ein ziemlich großes Ding gerade, weil selbst in der amerikanischen Verfassung drin steht, dass es einen unabhängigen Postservice geben muss und nicht, dass jetzt die Post pleite geht und dann irgendwie privat aufgekauft wird. Und das erschüttert so ein bisschen ich habe gerade randaliert, die Grundfesten der Demokratie. Und genau das,
definiert auch gerade die Woche in den Vereinigten Staaten. Ich weiß, jetzt wieder Amerika, Amerika, aber es ist gerade, also wirklich, was diese Woche da alles passiert ist, was Trump nochmal ein Stück Richtung Diktator, und man soll ja aber vorsichtig sein, ach, das ist kein Hitler, das ist kein Hitler, ist er nicht, aber trotzdem. Immer diese Nazi-Keule, Robin, immer diese Nazi-Keule, wirklich. Also wirklich, diese Woche einiges. Du hast du das nicht auch schon mal angesprochen mit, ja, ne, mit WHO? Nee, ja. Ach nee, das war Herr Odes im Intro. Nee, einmal war ich mal schlau. Nee, das war ja. Tino. Tino so, hat das gesagt. Der will ja auch ins Spargelfeld. Der letzten Ausgabe, ja. Oder vorletzte. Ja. Also, keine Post mehr in Amerika, das wäre nicht so gut. Das ist, glaube ich, Trump seine große Rache, weil er jedes Jahr zu Weihnachten an den Weihnachtsmann schreibt, aber die Briefe immer verloren gehen. Vermutlich, ja. Ja, also. Ist bedenklich, sage ich mal, vorsichtig. Aber ich würde ihn eher Nachlässigkeit vorwerfen, statt es irgendwie geschickt eingefädelt zu haben. Oder inwiefern hätte er mit der Pleite der Post denn überhaupt zu tun gehabt? Nee. Es geht nicht darum, damit was zu tun zu haben, sondern das nicht zu unterstützen. Hm. Also andere Sache, irgendwelche Firmen, da komme ich auch noch gleich dazu, kriegen halt übelst viel Geld. Und die Post, die halt ein unabhängiges, also wirklich von allen Bürgern genutztes Ding in den ganzen Vereinigten Staaten ist, das wird nicht unterstützt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war ganz kurz Trump-Fan vergangene Woche, weil es wurden nämlich jetzt gewisse Unternehmen als systemrelevant eingestuft und darunter auch die WWE tatsächlich. Die WWE ist systemrelevant in den USA und dürfen deswegen tatsächlich noch drehen und dürfen ihre Ausgaben machen. Tino, was ist denn die WWE? Das ist die World Wrestling Entertainment. Ich war auch gerade ganz kurz bei dem Tierschutzverein. Ja. Das war WWF damals. Und die WWE jedenfalls. Ich dachte, geil, Trump hat sich richtig entschieden. WWE ist natürlich systemrelevant, absolut. Aber vor 2 Tagen, also für die Hörerinnen ist es jetzt schon 4-5 Tage her, hat die WWE eine riesige Entlassungswelle losgetreten, haben 40% ihrer Mitarbeiter entlassen. Ist Rey Mysterio jetzt arbeitslos? Der nicht, aber andere. Und ich dachte mir, oh fuck. Der muss jetzt bei Tarzifan anfangen und seine Stunts machen. Ist das dumm. Und ich dachte erst, oh, die arme WWE, mir geht's ja echt richtig, richtig dreckig. Und jetzt kam aber raus, dass der WWE total gut geht. Die haben voll viele Rücklagen und die haben nur die ganzen Menschen entlassen, damit sie ihr geplantes Ziel, also ihren Jahresumsatz, trotzdem erreichen können, auch trotz Corona. Frech. Das heißt, sie hätten keinen entlassen müssen. Die haben vielleicht 1 Million eingespart oder so mit den. Also die sparen ungefähr 1 Million pro Monat. Okay. Das bräuchten die gar nicht. Die haben irgendwie 300 Millionen Rücklagen und verdienen immer noch genug Geld. Tino, unser Wrestling-Beauftragte, wenn wir dich nicht hätten. Es ist aber systemrelevant. Es ist also gibt es da jetzt noch aktuelle Folgen, ja? Ja, genau. Also die haben jetzt 40%, wie gesagt, gekündigt und auch große Stars, mit denen man nicht gerechnet hätte, so Kurt Angle und so, sind jetzt entlassen worden. Und das ist halt, oder auch Ringrichter, die schon seit 30 Jahren da agieren. Das ist schon in der Wrestling-Welt ein Riesending. Ach so, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Ja, es ist systemrelevant, hallo. Ja, das ist schon witzig, dass es wirklich als systemrelevant eingestuft wurde. Ich finde es nicht witzig, ich finde es richtig. Okay, Tino. Okay. Na, alle reden nur von Fußball, weißt du? Fußball ist so langweilig. Ja, ist das jetzt eigentlich mal der Zeitpunkt, um den Fußball so ein bisschen zu überdenken? Also, ich weiß ja nicht. Lange. Die kriegen alle sehr viel Geld. Und mein Vater war ja auch Fußballer früher. Und ich muss mir diese Spiele angucken, und dann siehst du da 90 Minuten und kein Tor fällt manchmal. Und Wrestling ist wenigstens so geskriptet, dass es spannend ist. Ja, ist vielleicht nicht ganz perfekter Vergleich, weil Dinge doch sind halt unterschiedlich. Nee, aber trotzdem, halt wie ist denn das auch? Also das ist ja hier dieses ganze, ey, wir kaufen Spieler hin und her, das ist ja auch völlig absurd. Wieso? Bayern gewinnt doch irgendwie jedes Jahr, oder? Das ist doch auch total dumm. Ja, ist so. Jede Saison, ich kenne mich doch nicht aus. Wenn du da einmal der vermögendste Verein bist, dann hast du halt immer die besten Spieler. Wie dumm ist das denn? Äußerst. Na, es ist insbesondere halt langweilig, finde ich. Deshalb, ja, eben. Bin ich so Bundesliga noch rauser als bei anderen Sachen. Ja. Naja. Es sind zumindest nicht mehr die Spieler aus der eigenen Region. Also es ist nur noch wie so Marken quasi und schieben sich die Leute hin und her. Das ist schon ein bisschen, ich verstehe es nicht ganz. Ja. Ja, aber was würdest du denn überdenken, Robin? Du meintest, man sollte den Fußball überdenken.
Ja, erstens, ob man da wirklich so viel Geld reinfließen lassen muss. Und zweitens, ob man halt das nicht irgendwie, wie Tino jetzt gerade meinte, irgendwie, dass man halt nicht irgendwelche deutsche Spieler halt nach Liverpool irgendwie einkaufen kann, weil das sind halt keine Leute aus Liverpool, so, keine Ahnung. Dass es einfach irgendwie das fairer so ist. Das habe ich so nicht gesagt. Ist Fußball vom Staat unterstützt, ja? Nee, das meinte ich damit gar nicht. Oder weiß ich nicht, ob der Staat das auch Geld unterstützt. Rein pumpen, wer pumpt denn da Geld rein? Ja, also was man kritisieren Investoren. Kann ist... Ja, aber die pumpen da auch Geld wieder raus. Ist, nee, was ich kritisierenswert finde, ist, dass halt im Fußball so viele Millionen fließen, dass irgendein Ronaldo nur 10 Minuten spielen muss für eine Million Dollar oder so. Das finde ich halt völlig überzogen. Während halt Menschen in wirklich systemrelevanten Berufen wie Wrestling zum Beispiel viel weniger verdienen. Finde ich halt nicht in Ordnung. Ja. Ja gut, aber wenn jetzt zum Beispiel du einen Altenpfleger hättest, den 1 Million Leute sehen und der irgendein Werbetrikot trägt, dann würde der auch Unmengen von Geld kriegen. Das ist ja eher die Werbebranche, die da massig Geld halt reinbuttert. Nicht. Natürlich! Nee, also ein Pfleger wird ja nicht gefilmt. Da läuft er nicht im Fernsehen. So, wie auch immer, wenn ihn 1 Million Leute sehen würden, dann würde er von der Werbeindustrie Geld bekommen. Dann müsstest du aber Big Brother und Pflegeheime miteinander kombinieren. Und da ist die Idee. Geil. Nicht schlecht, ja. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Fußball ja eigentlich nichts weiter ist als Entertainment. Und wenn du jetzt irgendeinen Comedian hast, der durch Werbeeinnahmen Haufen Geld verdient oder einen Fußballer, dann nimmt sich das halt nichts. Außer, dass man halt diskutieren kann, was unterhaltsamer ist, klar. Nein, das stimmt ja. Ich finde es ja in allen Branchen, in der Unterhaltungsindustrie, wenn die irgendwelche Millionenumsätze machen, finde ich halt ein bisschen überzogen, währenddessen halt die Berufe, die tatsächlich wichtig sind, so wenig verdienen. Ich finde halt, diese Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gegeben. Ja, aber das ist ja generell das Problem. Und das wird ja hoffentlich, wird dafür jetzt auch ein Bewusstsein kommen, durch halt diese relevanten Berufe, oder mir fällt gerade der Begriff nicht ein, systemrelevanten Berufe. Systemrelevant. Und ich hoffe, dass es einfach im Gedächtnis bleibt und dass dadurch halt hart arbeitende Menschen, psychisch sowie physisch, mehr verdienen. Klar, da wären die meisten dafür. Gut, spannen wir den Bogen. Ich hatte noch was angedeutet. Eigentlich ging es ja um die Post. Ja, wo ist hier eine Post? Die wird nicht unterstützt. Allerdings hat die Trump-Administration eine Firma, die bankrott gegangen ist, mit Zero, also null Angestellten, ja, für unsere deutschen Fans nochmal übersetzt, 55 Millionen Dollar gegeben, um so Masken herzustellen, die niemals hergestellt wurden, weil da keine Angestellten mehr sind. Das ist alles ein bisschen shady. Ich breche es jetzt erstmal alles hier ein bisschen runter, weil es wird sonst zu viel. Gleichzeitig hat Trump gesagt, dass er darüber nachdenkt, beide Kammern des Kongresses quasi auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Also Amerika hat ja eine Dreiteilung. Ja. Legislative, Exekutive, Judikative. Und der Kongress ist ein Part davon. Der Präsident ist einer und der Supreme Court ist noch einer. So. Und wenn also der Kongress weg wäre, sprich das Repräsentantenhaus und der Senat, die da drin sitzen, dann würde Trump mehr oder weniger alleine regieren. Und das hat noch kein Präsident jemals gesagt oder getan. Und das geht auch nur, wenn der Kongress sagen würde, wir finden keine Einigung, wir kriegen das irgendwie nicht hin. Was halt auch unwahrscheinlich ist. Der Punkt ist einfach, dass er halt sagt, ja, dann setzen wir halt das mal aus so und ich mache das hier alleine. Das ist auch schon wieder ganz schön shady, was da passiert. Ich traue das Trump aber zu tatsächlich. Naja, die Frage ist ja, ob er es machen kann. Also das ist ja das Ding daran, der wird ja nur enabled durch alle Leute, die es absegnen, sage ich mal. Alle Leute im Weißen Haus, die sagen, yo, cool, machen wir so, die sind ja mit Schuld. Dann sage ich es mal so, ich traue es der Regierung zu, dass sie ihnen das durchgehen lassen. Die Amis haben so ein fettes Vertrauen in den gerade, wobei ich gelesen habe, dass auch die Umfragewerte gerade so ein bisschen am Sinken sind für ihn. Kaum sie zu jeden glauben. Tag ein bisschen mehr Zuspruch verliert. Ja, also die Mehrheit Amerikas sagt jetzt auch, dass er diese Corona-Krise sehr schlecht gehandelt hat. Ja. Okay, aber noch eine kleine Meldung zu ihm, die ich ganz witzig fand. Er hat ja immer diese Rallyes abgehalten. Er ist der erste und einzige Präsident, der auch nachdem er gewählt wurde, weiter so Rallyes gehalten hat, also halt zu seinen Fans gesprochen hat. Und 14 Städte haben jetzt gesagt, dass er immer noch nicht die Rechnungen dafür bezahlt hat.
Also da werden ja dann Stadien gemietet und so. Und sie hat sich jetzt auch schon 1,8 Millionen Dollar an Schulden angesammelt, die halt einfach nicht bezahlt werden. Das verstehe ich gar nicht. Er hat's doch. Ja, aber wenn er es nicht bezahlt hat, ist halt noch mehr. Er denkt halt echt, er kann es machen. Ich frage mich, was für ein Signal der damit setzen möchte. So, will der wirklich sagen, ich kann alles machen? Will der, dass die Leute signalisieren? Es funktioniert ja, es funktioniert ja. Es ist immer so, es ist wirklich dieses, der Frosch im sich aufwärmenden Wasserglas, so. Ja. Immer einen draufsetzen und wenn er damit durchkommt, kommt er mit dem nächstkleinen auch durch. Das ist echt unfassbar. Ja, naja. Da kommen die Fans und sagen dann so Sachen wie, ja, er ist nicht perfekt, er ist halt auch nur ein Mensch. Dann ja. Ist alles okay. Aber Obama, ich finde es ja. Ja. Ich finde es ja geil, dass die Leute gesagt, also jetzt sagen die Leute so, ach, das meint Trump doch gar nicht so, der meint das doch ganz anders. Und ja, am Anfang ja. Haben sie ihn aber gewählt, weil sie sagen, oh, der ist kein Politiker, der sagt es genau so, wie er es meint, so, weißt du? Mhm. Naja. Es ist schon wahnsinnig, was da passiert. Aber will ich auch nicht zu lange damit langweilen, jetzt hier immer mit Trump. Wir haben ja auch noch ein paar so Lapidar-Sachen, die will ich lieber ansprechen, ja, in YouTube Deutschland ist ja auch ein bisschen was passiert. Aber ganz kurz will ich wenigstens das noch ansprechen, was ich auch im Stream hatte, das Be-Best-Puzzle. Ja. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich weiß nicht, ob ja. Tino da gerade zugeguckt hat. Es ist so großartig. Melania Trump sagt, was man mit seinen Kindern machen kann in der schweren, schweren Zeit der häuslichen Quarantäne. Und es ist ein neunteiliges Puzzle, wo ein Slogan draufsteht, ihr Kampagnen-Slogan. Ach ja, sei immer ganz lieb, Be-Best. Oder wie Herodes sagt, be besser oder so. Be besser. Ja. Ja, also ihr Mann hat dafür 3 Wochen gebraucht. Ja. Ich habe es im Stream nachgebastelt. Ein großer Spaß. 28 Sekunden habe ich gebraucht. Und ich habe es gewonnen. Stimmt, willst du es haben? Ich würde es gerne rumschicken. Also ich würde es gerne als eine Art Wanderpokal machen, dass ich es zuerst nehme, mich dann filme oder fotografiere, wie ich das löse und das dann schicke an den Nächsten quasi in der Nostrafuch-Community. Na, dann machen wir das so. Also ich habe es hier vor mir liegen. Nice. Schön. Gut, klären wir danach. Ja. So, dann ist diese Woche noch ein Supermarktbetreiber in Amerika viral gegangen, weil er einem Kunden, der 5000 Rollen Klopapier gekauft hatte und jetzt die nicht losbekommt, weil Amazon wiederum 5000 Leute... ist ein Zufall, dass beides 5000 ist, aber 5000 Seller blockiert hat, die halt den Preis hochtreiben wollten. Und jetzt kriegt er diese 5000 Rollen Klopapier nicht los, wollte die zurück in den Laden bringen und da hat der Besitzer des Ladens ihm einfach nur einen Stinkefinger gezeigt. Zack, ja, viral. Ja. Der sitzt also, jetzt auf 5000 Rollen Klopapier. Ich hätte es dem Besitzer auch nicht übel genommen, wenn er eben die Nase gebrochen hätte. Gewalt ist keine Lösung, hallo? Ach doch, ja. Das ist ein Symbol. Weil, wenn alle sehen, ey, wenn man das macht, kriegt man auf die Nase, dann machen das weniger. Rechne das mal aus. Also Franz und ich haben jetzt wirklich, seit ich aus Köln zurück bin, das sind jetzt 4 Wochen oder sind es sogar 5 schon, ich weiß es gar nicht, haben wir eine Packung Klopapier verbraucht. Das heißt 8 Rollen oder 10. Vielleicht sind 10 drin, ich weiß es gerade nicht. 5000 Rollen. Wie viele Jahre du da scheißen musst, dass das weg ist. Und das schimmelt ja auch vielleicht irgendwann, oder? Ich weiß es nicht. Und das nimmt ja auch übelst viel Platz weg. Mit schimmeln wird das nicht. Ja, wenn es verpackt ist, wahrscheinlich nicht. Obwohl, also wenn das... Mal verglichen mit diesem Typen, der bei diesem als Schlecker zugemacht hat, dieses Video. Das waren ja deutlich weniger als 5000 Packungen, hätte ich gesagt. Naja, das waren 2 Einkaufswagen voll, oder nicht? Was werden das dann sein? Womöglich. 500? Der kriegt das nie, ich hoffe, der wird damit halt richtig Pech haben, weil allein 5000 zu kaufen, was kostet das? Eine Packung wird ja schon mehr als 2 Dollar kosten, ne? Ja. So. Na, wenn eine Packung 10 Rollen hat, 2 Dollar. Mathe, Herodes. Ne, eine Packung, ach so, 5000 Rollen und 5000 Packungen gekauft. 5000 Rollen. Ach so, okay, gut, das ist dann nochmal weniger. Ja, aber trotzdem, verbrauch halt mal 5000 Rollen. Naja, erstmal kauft die und dann, wenn und er sie nicht verkaufen die. Kann, ja, lager die, genau. Also ich hoffe, der wird deutlich mehr Kosten haben, weil sowas ist einfach ein Unding. Deshalb, ich finde es halt einfach so scheiße, auf sowas zu spekulieren und damit halt Geld machen zu wollen, das andere eine Not haben. Das gehört sich einfach hochgradig nicht und ich hoffe, der wird noch abgestraft. Und deshalb sage ich dir, der hätte auch voll ins Gesicht kriegen können, da hätte ich auch gesagt, cool. Aber klar, coole Aktion mit dem Mittelfinger.
Aber ich dachte, dass sowas erwünscht ist im Kapitalismus. Das ist doch letztendlich ein Geschäftsmensch, der früh erkannt hat, dass viele Menschen das kaufen werden. Er war halt früh dran, hat die Rollen gekauft, mit dem Gedanken, sie weiter zu verkaufen. Das ist doch der pure FDP-Traum, oder? Der pure Neoliberalismus. Das ist völlig falsch, was du sagst. Also das ist vielleicht die krasseste Form des Kapitalismus, die es vielleicht geben kann, aber der ist, glaube ich, von niemandem erwünscht. Weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass Tino recht hat, dass solche Dinge jeden Tag auf der Welt passieren, aber weniger Spotlight haben. Ja, eben. Also gerade im ganz großen Stil. Ich meine, auch der Amazon-Chef. Ich meine, Nestle irgendwie, die Wasser kaufen und so. Ja, aber ganz viele Leute finden Nestle deshalb scheiße. Also kam natürlich irgendwann raus und die Leute fangen an zu merken, was Nestle macht, ist nicht okay. Und da können wir noch so sehr im Kapitalismus leben, die Leute werden es scheiße finden. Ja, die finden es scheiße, aber der Firma geht's ja gut. Also es ist jetzt nicht so, dass weltweit alle das Dreck finden. Ja, die Firma weltweit wissen es einfach ganz viele nicht und weltweit wissen auch ganz viele Leute nicht, welche Produkte eigentlich ganz tief drin von Nestle wiederhergestellt werden. Es gibt ja Tochterfirmen von Nestle, die wieder Tochterfirmen haben, die ein Produkt herstellen, das man kauft blauäugig und das dann wieder an Nestle geht, das Geld. Ganz viele Leute wissen um den Fakt nicht Bescheid, vielen Leuten ist es egal. Und viele Leute wissen halt die Produkte nicht, aber keiner wird wirklich sagen, ey geil, die saugen den Leuten in Afrika das Wasser weg, finde ich supidupi, weil ist ja Kapitalismus. Das wird maximal 0,5% der Menschheit sagen, das sind ganz krasse Psychopathen. Ja. Ich glaube, es sind mehr Menschen, die das nicht schlimm finden. Also es ist nicht immer alles gleich Kapitalismus. Was auf jeden Fall Kapitalismus ist, sind die Leute, die sehr früh in Zoom investiert haben und in andere Videokonferenz-Applikationen. Zoom allerdings wurde jetzt von allen Computern der Angestellten von Google gebannt wegen Sicherheitsproblemen. Ich weiß nicht, ich verfolge keine Stockmarkets, aber ich weiß nicht, ob vermutlich ist da eine Aktie gesunken gerade. Oder also mit dem Moment, dass ich das jetzt hier erwähnt habe, sinkt die Aktie. Ach, Zoom ist wohl nicht so safe, meinst du? Ja, also Google hat ihren eigenen Mitarbeitern das jetzt überall verboten, diese App zu verwenden wegen Sicherheitsproblemen. Nö, nicht sonderlich. Wann war denn das? War jetzt vor 2-3 Tagen. Nicht sonderlich. Minimal. Ist halt nicht weiter gestiegen einfach. Also im Moment steigen die Aktien ja krass. Ja. Und da ist es schon krass, wenn eine Aktie nicht steigt, sag ich mal. Ist es echt so, dass gerade der Aktienmarkt gerade gut läuft? Nein, nicht alles. Aber schon generell schon sehr. Ja, das hat sich ja kurz vor Corona enorm abgesunken. Und seitdem erholt sich das so nach und nach ein bisschen. Ah, okay. Bin ich spannend. Ich dachte, dass das jetzt so ein Sinkflug irgendwie ist aktuell. Weil ja so viele Unternehmen gerade irgendwie pleite gehen oder Kurzarbeit anmelden müssen. Ja, aber das hat ja mit der Aktie nicht viel zu tun. Also nicht zwangsläufig, ne? Ja, also ich denke mal, wenn jetzt in den nächsten 2 Wochen noch mal richtig viele Amerikaner sterben, kann da schon der Dow noch mal ordentlich drunter leiden. Deshalb, also das ist halt so die Sache, wo man halt überlegen muss, ob man jetzt vielleicht doch noch mal aussteigt und auf ein Sinken der Kurse spekuliert. Ich glaube, dass Amazon-Aktien gerade sehr, sehr gut sind, weil ich habe jetzt gelesen, dass der Amazon-Chef irgendwie um 23 Milliarden Dollar reicher ist oder so, keine Ahnung. Also eine ganze Menge seit Jahresbeginn. Amazon ist aber nie so krass abgesunken. Ich glaube, da konnte man wären es nicht mehr als 50% Rendite gewesen sein, wenn man optimal investiert hat, die man da rausholen konnte. Also, bei diesem ganzen Thema bin ich immer sehr zurückhaltend, weil ich auch nicht will, dieses Veganer-Ding zum Beispiel, ja, dieses Veganer-Klischee, was du isst Fleisch, ich hasse dich. Aber ich für mich finde es auf einer gewissen Art schon etwas pervers, dieses Spekulieren und Geld mit Geld machen, dieses ganze Wall Street-Ding, ich finde es irgendwie echt ungeil. Gerade auch jetzt wenn man das im Verhältnis setzt zu den Leuten, die sich gerade irgendwie den Arsch aufreißen für irgendwelche Rentner, die gerade in irgendwelchen Altenheimen vor sich hin siechen.
Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich möchte da keinem irgendwie sagen, ey, mach das mal nicht oder so, aber ich für mich finde es halt immer echt ein bisschen schwierig. Und ich verstehe auch nicht, kein warum. Also wenn ich in Aktien investiere, dann tue ich doch einem Menschen, der im Altenheim vor sich hinsieht, nichts Schlechtes, oder? Nee, aber das Verhältnis einfach. Auf der einen Seite verdienen Leute einfach Geld damit, dass sie Geld haben, und auf der anderen Seite kriegen Leute kein Geld, obwohl die richtig wichtige Arbeit machen. Ich finde das einfach, dieses Verhältnis, ein bisschen ekelhaft. Bin jetzt auch absolut kein Wirtschaftsexperte, aber meiner Meinung nach, dieses ganze Geld, was an Börsen hin und her geht, das fließt ja nicht wirklich in die Wirtschaft, oder? Und von daher ist es auch irgendwie ein bisschen, aber wie gesagt, ich finde es für mich halt einfach ein bisschen nicht so geil. Ist ein großes Thema, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Im nächsten Trendpunkt Hörerwunsch vielleicht, zum Thema Aktien und DAX. Ja, also wenn ihr zwei einen Brennpunkt Internet zum Thema Aktien macht, dann wird das aber die größte Kreiswichserei, die jemals da war, ganz ehrlich. Aber wie bitte. Gesagt, ich habe extra den Disclaimer gegeben, dass ich da eben nicht dieses Veganer-Ding haben will, sondern das für mich einfach so ein bisschen als unmenschlich empfinde. Ja, das Veganer-Ding ist ja auch, dass man es überall hört. Du kannst ja hin und wieder sagen, wie deine Meinung dazu ist. Nur ich verstehe nicht ganz, wie du darauf kommst, weil zum einen sind Leute, die durch Aktien reich geworden sind, häufig, oder es gibt Leute, und sie haben immer die Möglichkeit, es für Gutes zu verwenden, ihr vieles Geld. Und zum anderen tut man niemandem damit weh. Was ich halt asozial finde, sind halt so jetzt, wenn man jetzt Aktionäre irgendwie damit zufriedenstellen muss, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Altenpflegefirma hat und will sein Jahresziel erreichen, und um die umzusetzen, muss man seine Leute schlechter bezahlen. Sowas ist assi, und in sowas würde ich auch nicht investieren. Ja. Gar keine Frage. Ja, also ich bitte die Leute in den Kommentaren, zeigt mir mal auf, inwiefern das Leuten wehtun kann. Ich habe mich da jetzt noch nicht ganz deep reingedacht, ja. Aber ich wette, auch da gibt es irgendwie Momente, wo man sagt, okay, im Endeffekt leiden da gerade Leute drunter, dass da gerade mit irgendwelchen Firmen hin und her spekuliert wird. Denk dich da gerne mal rein. Nun, kommen wir doch zu ganz wichtigen Themen. Gurkensohn ist zurück. Ist das nicht der die Karin Ritter interviewt hatte? Ja, genau der. Ah, dann kenne ich den. Und unser aller Freund Kummerkarsten hat dann irgendwie so ein Video gemacht und hat gesagt, Gurkensohn ist ein Assi, und mehr oder weniger deswegen auch ist er dann jetzt in fünf Monate weg gewesen. Hat gesagt, ich war die 5 Monate nicht da, weil ich habe Geburtstag mit meiner Mutter gefeiert. Also meine Mutter hatte Geburtstag. So lange. Und er hat halt auch Schulden gehabt, und er hat es erklärt, wenn du einen Marienkäfer hast, aber 3 Marienkäfer bezahlen musst. Also ich habe mir so 60% angeschaut von seinem Ich komme wieder zurück Video. Das geht 50 Minuten, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber ist auf jeden Fall ein halbwegs großes Ding, weil der ist halt wirklich richtig hart gehatet worden in seinem letzten Video. Und jetzt mit dem Comeback sieht es eigentlich ganz gut aus. Hat so irgendwie 70% gute Bewertung, würde ich sagen. 75. Und mal schauen. Ist halt so ein bisschen wie Tanzverbot, ne? Nur ein bisschen mehr seltsam. Ich hätte eine YouTuberin, die vom Comeback ausgeschlossen ist. Und zwar ist die JJ Jackpot gestorben. Kennt ihr die? Ich wusste sofort, was passiert. Ja, habe ich auch mitbekommen. Also ich kannte die jetzt nicht, aber ich habe gelesen. Die ist vom Comeback ausgeschlossen, das stimmt. Aber Herodes hat jetzt einen neuen Kanal, den er abonnieren kann. Ja, das stimmt. Ist genau richtig. Endlich mal wieder einen Kanal abonnieren, wo wir keine Videos mehr kommen. Ich habe davon mitbekommen, der hat es mit dem Herzen gehabt oder so. Ja, Organversagen irgendwie haben sie geschrieben. Also ich habe das 32, das ist die eigentliche News daran. Das ja, ist ja, so sie war jung. Ich habe bei einem News-YouTuber gesehen, wer sie ist. Ich kannte sie vorher nicht. Der hat einen Beispielclip gezeigt, was sie so für Witze macht. Und da war dieser Witz von wegen, wisst ihr, was Kollabieren ist? Man muss Cola und Bier zusammenkippen. Und dann wusste ich sofort, weiß nicht, wie krass der Verlust jetzt für mich ist. Ja, also ich habe vorher auch noch nie von ihr gehört und werde sie auch hinterher jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ist halt super bitter, 32 ist halt nichts, ne? Nee, gar keine Lust, kann man zumindest mal sagen. Ja, aber JJ Jackpot, ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt irgendeine Amerikanerin, aber nein, es war tatsächlich eine Deutsche, die Bild-Zeitung berichtete. Eine deutsche blonde Frau. Das stimmt. Sozusagen. Hitler dreht sich im Grab rum. Und ich möchte noch ganz gern den viralen Hitler erklären diese Woche. Okay, erklär mal. Ich weiß nicht, also ihr seid ja beide so weniger auf Facebook unterwegs, ne?
Absolut nicht. Es gibt nichts, was das Gehirn schlimmer zerstören kann, außer halt chemischen Drogen, als auf Facebook unterwegs zu sein. Mit Recht. Also ich bin sehr viel auf Facebook unterwegs und aktuell gibt es irgendwie so einen Trend, dass man diese Mathe-Rechnungsdinger teilt. Zum Beispiel drei Schuhe plus zwei Kinder ist 13. Also ist dann vier Schuhe plus ein Kind und solche. Alter, ich bin so selten auf Facebook, aber auch das habe ich mitbekommen, ja. Ja, das war das läuft schon seit Jahren eigentlich. Immer mal wieder ploppt das so ein bisschen auf. Aber seit einer Woche sehe ich das von 1000 Leuten in meiner Timeline und ich habe echt ein paar entfernt. Aufgrund also, das ist wieder dieses Algebra, aber mit Bildchen oder was? Ja, genau. Ja. Mhm. Also schlimmer und dümmer. Tino, du bist so ein Freiheitskämpfer fürs Internet. Tino macht das Internet sauber und löscht Leute, die sowas teilen. Wow. Direkt. Weißt du, wie du dich am besten von solchen Leuten entfernen kannst? Lösch dich selber aus Facebook. Kann ich nicht. Nee, ich brauche Facebook leider. Ja, wofür denn? Na, um die dummen Leute zu erreichen. Ja, wofür denn? Um sein Klickvieh. Der hat doch auch so eine Fanpage. Ich hab doch Fanpages, die ich betreibe. Und ich muss auch die Dummen und die Alten erreichen. Na, hi. Nun, ich habe auch was Dummes gesehen diese Woche. Das wollte ich auch nochmal ansprechen. Und zwar Hunde-ASMR. Auch das habe ich im Stream mal kurz gezeigt. Ja. Und ich finde es sowas von strange. Es ist ein super erfolgreicher Kanal. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie der heißt. Ist auch scheißegal. Und eins der meistgeklickten Videos ist einfach nur wie ein Husky. Der ist natürlich niedlich so. Aber er frisst halt Fleisch übelst widerlich laut schmatzend. Extra schönes Richtmikrofon drauf. Und es ist super beliebt und erfolgreich und positiv bewertet. Und ich find's einfach nur widerlich. Aber Hunde-ASMR gibt's auch schon länger. Ja? Das ist für mich eine komplett neue Welt gewesen, die sich da eröffnet hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute wirklich dann zu Hause sich so schön den Sessel hinstellen, so Kerzchen anzünden und sich dann Kopfhörer aufsetzen und erstmal schön. Ich denke, die werden sich das im Hintergrund anhören, oder? Wie jetzt diesen Podcast hier zum Beispiel. Aber warum? Das ist ekelhaft. Vielleicht also ist es wie diese, du kennst doch selbst wenn es nicht ekelhaft ist, ist das doch nicht entspannend, Alter. Kennst du diese Dinger, die man sich über den Kopf macht, diese Drahtteile, die so diese acht Noppeln hat und die man sich über die Kopfhaut zieht? Finden manche auch großartig. Vielleicht ist das einfach so ein Gefühl, was man da sucht, weil ich finde dieses Gefühl vergleichbar mit diesem ASMR-Gefühl. Finde ich beides eklig. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das angenehm finden halt direkt so. Und das ist vielleicht vergleichbar, ich weiß nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich bin groß geworden mit Haustieren, mit Hunden und Katzen. Und man fühlt so eine gewisse Vertrautheit, wenn man so ein Tier irgendwie essen hört. Ich kann das schon nachvollziehen. Also ich weiß, ist es, weil du dir immer Nuss-Nougat-Creme ans Intim geschmiert hast und der Hund hat dann so Geräusche gemacht? Das ist privat. Nee, aber hattet, also Robert vielleicht nicht, aber so dieses morgens von einer hungrigen Katze ins Ohr wachgeschnurrt werden. Ist doch süß. Vielleicht, hattest du das mal? Ja, ganz oft sogar. Also ich habe am besten noch so eine Katzenklofote im Gesicht, wunderbar. Ja, das verbinde ich wahrscheinlich damit Katzen-ASMR. Gibt's sowas schon bestimmt? Ich hoffe, also in meiner Jugend habe ich mit einer Katze quasi im selben Bett gepennt. Wir haben uns ein Bett geteilt. Und es war immer sehr schön, einzuschlafen mit der Katze und aufzuwachen. Aber das kann ich halt eher nachvollziehen, dass das Brummen vom Schnorren einer Katze statt dieses Geschlabbere. Aber okay, jedem wie er lustig ist. Naja. Ich habe auf jeden Fall noch eine richtig große Sache, die habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Unser aller Lieblingsland China hat nämlich mal wieder Schlagzeilen gemacht. Die haben Animal Crossing gesperrt, weil chinesische Spieler sich quasi so da zusammen organisiert haben in Zeiten der Quarantäne. Und jetzt fangen sie auch noch an, Online-Spiele generell zu zensieren, indem sie die chinesischen Spieler von der Welt ausschließen. Und da habe ich mich sofort getriggert gefühlt, denn damals, Skate 2, konnte ich auch nur mit Deutschen zusammenspielen, weil Skate 2 alleine in Deutschland eine spezielle Version hatte, wo es keine Skateboards der Firma Mystery gibt, weil Mystery hat als Zeichen eine halbe SS-Rune, sprich ein S. Und das darf der Deutsche nicht sehen. Halt die Fresse, ohne Scheiß, ey. Das ist bescheuert. Boah. Das ist schon bescheuert. Wie, magst du Nazis, oder? Für mich war...
Tino. Tino mag Nazis, ja. Ach so, okay, dann haben wir das jetzt hier mal fest. Aber nur, wenn sie Kopfgeldjäger sind. Also ja, aus der Ferne. Also es war an sich richtig, richtig dumm. Die Logik dahinter, oh nein, eine halbe SS-Rune, das geht ja gar nicht. Kein Mensch hätte darüber nachgedacht. Vor allem kannst du diese Skateboards ja ganz normal kaufen in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass sie in Deutschland irgendwie verboten sind, sondern nur in diesem Spiel mussten sie rausgenommen werden. Ist denn eine halbe SS-Rune nicht einfach nur ein Blitz? Ja, dann müsste man auch Harry Potter verbieten, wahrscheinlich. Ja. So, auf jeden Fall gibt's das jetzt in China auch. Natürlich nicht nur für Skate 2, sondern mehr und mehr Spiele kriegen diesen quasi regionalen Bann. Und außerdem muss man sich mit seinen echten Namen anmelden. Also China ist wirklich ein wunderschönes Land. Und jetzt Plot-Twist, die haben keine chinesische Tastatur, die Games. Nein. Aber ein Top-Kommentar unter dieser Meldung war, wenn dein Land an sich Angst vor Animal Crossing hat, dann sollte dir das echt zu denken geben. Und dann denke ich mir halt auch, ja, und Winnie Pooh ist verboten und so. Es ist halt schon so eine Comicbook-Dystopie. Einfach so ein Schnurrbart drehender Bösewicht, der dann sagt, hahaha, jetzt dürft ihr kein Animal Crossing mehr spielen. Ist Batman denn noch erlaubt? Ich glaube schon, wieso? Wegen Fledermäusen. Ach so. Ah. Ja, ich denke schon. Ja, das ist auf jeden Fall die Woche in China ein großer Spaß. So, ja, okay. Ja, ich brauche mich dazu nicht äußern, also ist halt Bullshit. An dieser Stelle nochmal kurz erwähnt, dass TikTok im Endeffekt chinesische Spyware ist, also die echt krass Nutzerdaten sammelt. Aber das nur mal kurz erwähnt. Wir müssen die Woche nämlich zusammenfassen. Also ich muss echt sagen, für mich persönlich, da was passiert ist die Woche in den Medien mit den ganzen Wrestling-Geschichten und dass einer der bekanntesten Ringsprecher gestorben ist und der Mann, der Pfarrer, der seine Gemeindemitglieder mit einer Weihwasserpistole abgeschossen hat. Ich muss sagen, das ist schon ganz schön krass für mich, was passiert ist. Und auch die Festivals, die abgesagt werden und die Konzerte, My Chemical Romance, da kann ich nicht hingehen. Alter, was ist das fucking Ärztekonzert, ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Hoffentlich findet das nicht statt. Du bist so ein Schadensvorsicht. Da können wir schön gemeinsam da nicht hingehen, das wird der Hammer. Das ist doch erst im Dezember, oder? Die Ärzte. Ja, aber trotzdem. Dezember ist jetzt nicht so weit weg, wenn man das alles mal bedenkt. Also ich glaube, wenn es bis dahin keine Impfung gibt, wird es nicht stattfinden. Ich habe noch Hoffnung. Da muss ich jetzt ein paar Mediziner die Beine brechen, ein paar Forschern. Ja, die forschen mit ihren Beinen. Die können im Sitzen nicht forschen. Also ich muss sagen, nur für mich persönlich ist die Woche sehr hoch eingestuft, aber ich glaube, für die Gesamtheit müsste man ein bisschen tiefer gehen. Schau, eine Zahl. Ja. Tino, dein WWE-Scheiß, das interessiert doch keinen. Doch, mich. Und das reicht. Ja, also okay, da kriegst einen Kulanzpunkt, okay? Aber an sich war die Woche jetzt nicht so actiongeladen. Also, nee, war es auch nicht. Das mit Trump und so, das ist alles schon wieder echt krass, aber das ist halt nicht wirklich ein Event, was passiert ist in dem Sinne, finde ich. Also wenn er jetzt wirklich, er denkt drüber nach, irgendwie den Kongress auszusetzen, bla bla, weißt du, aber wenn das jetzt wirklich passiert, dann wäre es auf jeden Fall krass. Also ich wäre fast bei einer 4 tatsächlich, so insgesamt gesehen. Und für mich wäre es halt eine 10, wenn ich WWE reinrechnen würde, aber Gott, oh Gott. Ich bleib bei 4. Für die Gesamtheit. Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Obwohl, würde ich halt 4,5 die Kulanz, ja, höher auf jeden Fall. Ich meine, Trump hat die Zahlung an die Weltgesundheitsorganisation eingestellt und so. Das sind halt hat schon er sie News. Eingestellt tatsächlich? Ja. Ich dachte, er droht nur. Und Irland hat aber im Zuge dessen vervierfacht. Das wusste ich vielleicht ja gar nicht. Vielleicht ziehen da ja noch ein paar nach. Ja. Also ich würde auch eine 5 okay finden, aber wie ihr wollt, ich finde, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Verstehen wir uns überhaupt noch? Nein, aber 5 ist okay. Okay, Film mit alle grün. Wie bitte? Ja. Sehr gut. Hallo, hast du dir im letzten angehört, wie geil ich die Musik über dich drüber gelegt habe, Herr Rodes? Ich nehme mir doch meinen eigenen Podcast, ich habe mir noch keinen Narzisst. Und damit zum nächsten. Danke. Stopp die Aufnahme. Auf Wiedersehen. Also, tschüss.
Okay. Nee, ist ein anderes Lied. Nice. Das heißt, andere macht das ja alle.